Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Ja, ich mag's gar nicht glauben, was wir alles hier schon entdeckt haben und wo wir hier überall sind und... Ja, ich, was wollte ich gesagt haben? Ich wollte gesagt haben, ich komme in eine Aufnahmesession jetzt rein. Das heißt, ich weiß nichts mehr. Ist schon ein bisschen länger her jetzt und ja... Wir schauen einfach mal, was uns erwartet. So, was haben wir hier? Ein Navigationsschiff. Gut, kommen wir weiter? Wir kommen bestimmt weiter, ne? Ja, sehr schön. Und wir sind immer noch hier auf Entdeckungstour. Und, hallo? Konnte ich hier... Ach so, eine Wasserflasche. Oh, den kennen wir doch eher. Problem? Problem? Hübsche Frau. Was für ein Wackelspielzeug ist das? So eins habe ich noch nie in einem Geschäft gesehen. Das Gesicht sieht so echt aus. So solch perfekte Züge. Was für schöne Haare, Lippen und Augen. Wenn ich auf die Erde eine solche Frau treffen würde, würde ich sie sofort heiraten. Dies ist das schönste Wackelspielzeug im Weltraum. Oder vielleicht ist es nur ein weiteres Kohlendioxidleck und ich werde bald ohnmächtig? Ich überprüfe besser das Ventil. So, schön. Gut, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier noch ein Medipack. Was haben wir eigentlich in unserem Inventar? Ach du Heiliger, ist ja fast voll. Oh, hallo, junger Mann. Was liegt denn da? Sturmhaube. Was? Was? Wie schön. Ach, das ist ja ein Traum. Eine Sturmhaube eines Aktivisten des Grünen Universums. Die Mitglieder des Grünen Universums stricken diese Maske selbst, was die ältere Bevölkerung der Galaxie mit Emotionen überwältigte. Trotz des scheinbar guten Schutzes vor Gesichtserkennung konnten die Aktivisten in der Menge schnell identifiziert und gefasst werden. Ich frage mich, warum. Ja, das frage ich mich auch. Gut, ich würde ein bisschen Metall mitnehmen. So. Weil was wir haben, haben wir, ne? Wir haben nicht mehr viele Plätze frei. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Was müssen wir im Weltraum erforschen? Untersuche die Kuppel sind wir jetzt aktuell. Untersuche die Kuppel sind wir jetzt, glaube ich, aktuell drin, wenn ich mich recht entsinne. Hier haben wir noch ein bisschen Titan. Boah, wir finden hier echt viel, ne? Und ja, liebe Kommentare-Schreiber, jetzt habe ich mittlerweile die Kommentare gelesen. Und ja, es hat ein bisschen länger gedauert mit dem Rad. Und vielen Dank nochmal. Und, ja, wir sind mittlerweile angekommen und ja, wir kommen glaube ich. Okay, ich glaube, ja, ich habe gelesen in den Kommentaren, wir sollten uns so langsam zu dem Endgame nähern tatsächlich. Puh, schauen wir mal. Gut, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen erkunden können und erkunden werden. Was haben wir denn hier? Eine Zeitung. Was ist Big Freds großes Geheimnis? Warum hat Frederick Momoni früher den radikalen Organisation Grün Universum den Krieg gegen Weltraum... Was? Weltraumbegräbnisse begonnen? Eine der meistdiskutierten Neuigkeiten dieser Woche ist zweifellos die offizielle Erklärung mit Drohung der Organisation Grün Universums, die im... Infonet veröffentlicht wurde. Der Grund für die radikale Haltung war die jüngste Untersuchung unserer Zeitung, die wiederum die intergalaktische Regierung dazu veranlasst, eine eigene offizielle Untersuchung einzuleiten und das Verfahren zur Annahme des Grünen Universums in die Liste der designierten Terrororganisationen aufzunehmen. Trotz der... Entschuldigung. Trotz der kühnen... Mein Gott. Trotz der kühnen Proklamationen des Brokkoli geht die unabhängige Untersuchung, die wir im vergangenen Jahr erhielten, eingeleitet haben, weiter. Und immer tauchen neue Einzelheiten auf. Die Chancen stehen gut, dass dies zu einer globalen Sensation wird. In der letzten Ausgabe sprachen wir über die möglichen Führer des grünen Universums, Big Fred. Wie Sie bereits wissen, war Frederick Momoni, besser bekannt als Big Fred, einer der Gründer, die sich direkt, was, Alter, wir können das alles lesen. Oha, ich spare mir das mal. Okay, haben wir ein bisschen was erfahren hier um das Universum, das ist ja ganz toll.
So. Da müssen wir hin. Ich untersuche trotzdem erstmal hier so ein bisschen. Was ist das denn? Sind das die vom grünen Universum? It looks like all the doors are locked and I don't know how to open them. Ja, dann müssen wir mal schauen. Oh. It seems like this robot tried to make itself wired, but it only burned out. The coffins clearly don't have external charging ports. Ein Navigationsschip. Na, das klingt doch super. So. Was haben wir hier Schönes? Den Brief Edge Energiekern. Ne! Wo ist der? Da. Brief Edge Energiekern, der Leiter der Bestattungsagentur Brief Edge, hat wiederholt seinen Wunsch geäußert, an der Entwicklung der Raumfahrtindustrie mitzuwirken, aber sie wurde von der Regierungspartei immer abgelehnt. Diese Technologie entstand zur gleichen Zeit, als die Regierung ihre Weltraummotoren der neuen Generation auf den Markt brachten, die sie das Projekt Brief Edge aufgrund ihrer Eigenschaften in den Schatten stellten. Das weitere Schicksal dieser Technologie ist unbekannt. Brauchen wir diesen Energiekern nicht für das Auto? Oh, holy. Es wird immer besser. This door is also unfamiliar to me, but it's clearly from a different series. Okay, oh, nicht rauchen. Das ist ein guter Tipp. So. Ich glaube, ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. Die ist ein bisschen laut. Ich hatte die ein bisschen laut gehabt. So. Waren wir schon? Nein. Hier gibt es auf jeden Fall noch Gummi. Und ein Aquarium. Ich frage mich, ob wir noch ein Lagersystem finden. Was steht hier? Kein Durchgang, verboten. Was ist das hier? Tür mit Scharnieren. Despite his foolish death, this man clearly knew about the weak point in the door's design and tried to open it. I can modify the angle grinder's blueprint a little, so that we can continue the dead man's work of destruction and get under the dome. Ein Sägbohrer. Ein einzigartiges Werkzeug, das gleichzeitig sägen und bohren kann, wahrscheinlich. Wenn man wirklich glaubt, dass es funktionieren kann. Obwohl eine kleine Chance besteht, dass er nicht ganz korrekt zusammengebaut ist. Schön. Ja, wird ja immer besser. Ja, ich bin sehr gespannt. Damit können wir wahrscheinlich diese Tür öffnen da. Aber den müssen wir natürlich erstmal bauen. Und wir müssen unser Schiff ja auch erstmal startklar wieder machen. Genau, wir konnten ja nicht zurückreisen. Reparaturwerkzeug benötigt. Habe ich das doch? Habe ich. Cool, wir haben einen Filter. Nice. Wir haben nicht mehr so viel Platz im Inventar, ne? Oh, Alkali nehme ich mit. Eine seltene Ressource. Okay, aber ansonsten ist hier nichts Interessantes. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich mal wieder zurückgehen. So. Denn kriegen wir diese... Kriegen wir die Tür? Warte mal. Ach nee, wir mussten dahin wegen dem Sägbohrer, ne? Das war die Aufgabe. Ach so, okay, alles klar. Aber wir können trotzdem diese Tür öffnen irgendwie, wenn wir den haben. Würde ich vielleicht sogar noch mal einen Angriff nehmen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt herstellen können. Was brauchen wir denn dafür eigentlich alles? Ressourcen? Nee, Ausrüstung, Werkzeuge. Zweimal Titan. Habe ich doch vorhin noch gesehen. Wo waren das nochmal? Hier, oder? Nee. Wo habe ich denn vorhin Titan gesehen? Das war hier links irgendwo. Hier. Nehme ich mal vorsichtshalber mit. Ich weiß nicht, ob es reicht, was wir alles haben, aber nur auf Nummer sicher gehen. So, dann düse ich mal zurück. Wir haben ja da auch noch, wie gesagt, noch ein paar Aufgaben. A retinal scan is an extremely unpleasant method of data protection, especially for the owner of the retina. I doubt anyone survived here. Inventar voll. Ja, das ist nicht so gut. Gut. Dann haben wir hier soweit erstmal, glaube ich, alles erkundet. Genau, ich glaube, die Aufgabe haben wir auch abgeschlossen, hier die Kuppel zu untersuchen. Ganz cool. Mich würde halt trotzdem die Tür noch interessieren, was da drin ist. Aber gut, gucken wir erstmal. So. Das heißt, erstmal zurück für uns. So. Da wären wir wieder. Kann ich den bauen? Ich schau mal eben. Ausrüstung, Werkzeuge. Ja. Dann lass uns mal gucken, ob wir damit die Tür aufkriegen. Cool.
Gegenstand. Was haben wir denn hier noch? Ah, okay, das können wir jetzt alles bauen. Ach du Heiliger. Alles fürs Schiff, glaube ich, ist das. Okay. Jetzt mal eben kurz gucken. Haben wir im Lager schon... Okay, wir haben schon einige Sachen drin. Ich würde ein bisschen was einlagern. Weil ich weiß ja nicht, was wir noch finden. So. Das packe ich auch da rein. Dann ist das eigentlich auch schon wieder fast voll. Refresh Energiekern packe ich auch rein. Wir haben ja noch unten noch ein paar... Ach, hier haben wir auch noch. Warte mal. Ich bin so doof. Hat der Flexi aus der Vergangenheit schon vorgearbeitet? Ich glaube, die wollten wir nicht hier nur die Rings machen? Irgendwie die Gerätschaften, die wir finden? Irgendwie solche Sachen? Und die Ressourcen wollten wir, glaube ich, rüberpacken, ne? Ich glaube, Gerätschaften wollten wir hier reinpacken, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ist schon so lange her. Alkali, warte mal, hatten wir das auch jetzt hier? Ja, ne? Auch nochmal mitnehmen. Habe ich denn jetzt so einen Frosch im Hals? Meine Güte. So, voll. Hier packen wir jetzt auch noch was rein. Ja, guck mal einen an. So, dann würde ich tatsächlich nochmal zurückgehen und nochmal versuchen... Tatsächlich versuchen, diese Tür zu öffnen, ob das geht. Weil die wurde uns ja angezeigt. Vielleicht können wir die aufschneiden. Ich nehme meine Hand auf für 4. You've assembled a real... What is that? Ich habe Sie haben noch meine Anweisung, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich werde das Ding benutzen, egal was es kostet. So, dann düse ich mal. So. Also. Das weiß ich gar nicht. Was links, rechts? Ich glaube, egal, ne, oder? Die Tür ging ja nicht, ne? Es war ja, glaube ich, einmal rum jetzt. Weil wenn wir das Teil schon einmal haben, würde ich das ausprobieren. So, es müsste die Tür gewesen sein. Da steht sogar... Ach, guck mal. Siege die Türscharniere ab. Ach, guck mal, da steht sogar oben. Lul. Ja, Ehre. The door is loose. Just kick it out. Schlagen. Oh, oh. Schön. Schön. Oha, da schießt irgendwas. Oh nein. Und wir haben kein Dings mit, kein Phaser, ne? Oh, oh. Stimmt, wir waren ja noch gar nicht in der Kuppel. Alter. Hä, komm ich hier rein? Hua. Komm hier gar nicht rein. Jetzt aber! Gravitationsmodul, nehme ich mit. Da schießt doch irgendwas, oder? Alter. Wie cool das aussieht. Holy Jesus. Ja, Birken sind das. Das sind Birken. Birkenpollenallergiker. Hilfe. Oh, was ist das denn Schönes? Komm ich da hin? Mann, ich will da hin. Aber was schießt denn da hinten? Das Problem ist, ich habe keinen Phaser dabei, ne? Ich müsste, wenn, dann erst einen holen. Da liegt noch jemand. Ja, Mitglieder des grünen Universums. Aber was schießt denn da? Ach, das Teil da. Der Sarg. Gott sei Dank, meine Güte. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1.
Nach dem Stoppen des Linienschiffs sind alle Beteiligten zu entsorgen. Ausführung des Exodus-Plans wird aktiviert. Alle Gruppenleiter müssen vorbereitet sein. Mhm. Krass. Oh, Harz können wir gut gebrauchen. Nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Eine Glühbirne. Juhu. Aber dass die auch Fahrzeuge hatten, ist halt schon sehr beeindruckend. So Militärfahrzeuge halt. Alter Schwede. Oh, hier gibt's Elektronik. Wir haben keinen Bohrer. Doch, wir haben einen Bohrer, den ich nutzen werde. Ach, liegt auch so. Liegt einfach daneben. Ich dachte, wir müssen jetzt bohren. Ja, dann sage ich doch nicht nein. Was war das? Da war doch noch was. Da. Liegen hier auch zwei? Ja. Elektronik kann man nicht genug haben. Was ist denn hier los? Oh. Oh. Arme Kuh. They didn't even spare the cows. Die haben nicht mal die Kühe verschont. Oh, wie arm. Die armen Kühe. Sowas Unverschämtes. Wie könnt ihr einfach Kühe erschießen? Cool. Okay, das Schiff fliegt, glaube ich, nirgendwo mehr hin. Oha! Oha! Ohne ihn kaputt zu machen? Okay, wir können den Schutz umgehen, ohne ihn kaputt zu machen. Aber wie, ist die Frage. Ah, da drüben wahrscheinlich. Kann ich hier rüberspringen, vielleicht? 1, 2, 3 und... Ja, irre. Ich probiere mal hier rum. Oh, ist das alles aufregend. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier weitergeht. Ich hätte gedacht, da bei der Tür ist ein Ende, aber okay. Das Schiff ist also geschützt. Okay, wie kommen wir hier rein? Gibt es bestimmt irgendwo einen Eingang, ne, oder? Oh nein, der Eingang ist bestimmt vorne, ne, oder? Puh. Lass mich raten, der Eingang ist vorne. Hua! These wires lead to the shuttle, and judging by the markings, they are designed to power light weapons. Puh, die haben Gott sei Dank nicht auf uns geschossen. Metall nehme ich mit. Oh, wie schön. I wanted to ask you for a long time about your warm relationship with the chicken, but I won't say anything. By the way, the anti-asteroid protection is deactivated. Noch ein Brief Edge Energiekern, nehme ich mit. Was wir haben, haben wir. Kann ja nicht verkehrt sein. So. Sind die Anlagen jetzt aus? Wahrscheinlich, ne? Was liegt denn hier noch? Hm, Navigationsschip. Ich nehme das alles mal mit. Wie gesagt, was wir haben, haben wir. Nur auf Nummer sicher gehen. Metall können wir auch immer gut gebrauchen. Magnet, ja, warum nicht? Na, jetzt bin ich aber gespannt. Given that the leaders of the Green Universe were in the habitation modules, there was someone even worse here. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie cool das einfach ist. Mega. It can't be. This is the personal shuttle of Frederick Momoni, leader of the Green Universe. And it looks like these are his personal body parts. Das ist also von dem Frederick Momoni, das Schiff. Ach so. Oh. Ah, Entschuldigung. Ah. Ah, ich muss mal... Ah, ich muss auch mal was trinken. Ah. Ah. Nö. Alter, was ein Riesenfernseher. Lol. Vielleicht finden wir hier auch was zu trinken. Mal gucken. Ah, guck mal einer an. Gerade noch von gesprochen. Benutzen wir direkt mal. Elektronik. The communications node was hacked, if I may say so. Cool. Oh, Lykoplasma. Mm. Ein Stimmen-Synthesizer. Was? Ein was? Ein Mikrofon, ein einfacher Oszillator. Isolierband und ein Stück Fleisch. Mein anatomisches Studium endete im Alter von 15 Jahren, als ich... egal.
Aber das hier sieht sehr nach einem Luftröhre aus. Ich bin mir nicht sicher, wie dieses Ding funktioniert. Aber es muss erfolgreich funktioniert haben, da die Mitglieder des grünen Universes oder Universums die Befehle ihres toten Anführers befolgen. Alter. It could be that Frederick is ill, but it's more likely that someone had killed him long before the liner took off. Ach du Kacke. Ha, der hat aber kein Survival-Dingen hier gehabt. Offenbar hat die künstliche Intelligenz des Raumanzugs einen Schock erlitten und ging in einen erzwungenen Aktualisierungsmodus über und kehrte nie zurück. Vielleicht gelingt es einigen Spezialisten daraus, die Einzelheiten von Fredericks Tod zu entnehmen. Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Der hat aber hier keinen Survival-kräftigen Table gehabt, der hat nur ein Bett. And here is the anti-asteroid protection system. We don't even need to hack it, as it has already been done for us. Splendid. Now we only need to find a few rare parts. Jetzt müssen wir nur noch ein paar seltene Teile finden. Achso, hier können wir wieder den Filter extrahieren. Mach ich mal, wenn wir schon dabei sind, einmal. Was für Arme haben wir? Okay. Anti-Asteroidenschutz. Erforschen Feldraum. Ich glaube, wir sind jetzt soweit durch hier. Ja, das ist doch super. Wisst ihr was? Ich würde sagen, für diese Folge soll es das, glaube ich, auch erstmal gewesen sein. Denn das ist sehr, sehr spannend. Und ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann spannend weiter hier bei Brief Edge. Und ja, dann werden wir hier die Kuppel verlassen, das Raumschiff. Und dann geht es auf jeden Fall spannend weiter. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.